Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es die brandneuen Topps Match Attacks Trading Cards. Und ja, ihr seht sie hier schön im schönen Grün, aber im Video sieht man das gar nicht so, glaube ich. Naja, okay. Also hier sieht es viel schöner aus. Ja, heute ist Release-Tag und ja, da würde ich mal sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann schauen wir mal, was sich darin verbirgt. Bis gleich. So, ja, dann schauen wir mal in das schöne Starter-Pack hier. Saison 2021 ist ja klar. Dann hier oben erste und zweite Bundesliga. Dann haben wir hier limitierte Karte Leroy Sané. Nice, nice, nice. Dann haben wir hier unten noch Inhalt, Sammelmappe, Checkliste, dann 20 Karten plus eine limitierte Karte und eine Bundesliga-Legendenkarte. Das ist zwar nichts Neues, aber jetzt wieder neu. Dann haben wir noch ein XL-Spielfeld für zwei Spieler, aber das ist ja in jedem Starter-Pack. Dann drehen wir mal die ganze Chose rum. Und da sehen wir dann den ganzen Inhalt hier. Da ist die Mappe. Dann haben wir hier unten das Spielfeld, also hier. Und dann haben wir hier unten sogar noch ein Spielplan. So, das Ganze kostet 8,99 €. Ja, könnt ihr bei Topps bestellen, könnt ihr auch woanders bestellen oder bei euch im Zeitschriftenhandel, falls es da gibt, oder an Kiosken. Ja, dann denke ich mal, öffnen wir das gleich mal. Hier vorne sehen wir Witzel, hier ist Goretzka, hier ist, könnte Thuram sein, wenn nicht, könnt ihr mich korrigieren, die anderen drei hier, ja. Sagen wir jetzt mal nichts so richtig. Ist aber auch egal. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Hier 1, 2 und 3. Dann könnt ihr sagen, 1 ist das, 2 ist das und 3 ist das. Ja, und dann öffnen wir mal das gute Teil. In der Zeit könnt ihr mal hier abonnieren. Und liken natürlich. Ja. So, warum öffnet sich das hier so blöd? Nö. Ja, dieses Jahr kamen sie ziemlich spät heraus, die Karten. Also die Sticker sind ja schon lange draußen. Da kommt mir ein Duft entgegen. So, da haben wir schon mal das hier. Und das Pack hier. Das war's dann auch schon. Das hier kann man, ja, in den Müll. So, hier haben wir das Pack. Das kommt gleich. So, hier haben wir noch eine Spielanleitung. Dann haben wir hier noch eine Checkliste. So, hier die Checkliste nochmal. Bayern München. Da haben wir die 101, das ist Thomas Müller. Das ist schon mal nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch? Schauen wir mal gerade hier durch. Auf jeden Fall, also die, das müsste die Rückseite sein. Also was hinten reinkommt. Weil hier ist noch die zweite Liga. Dann haben wir hier noch Dauerbrennerkarten. Die gibt es neu. Die sind neu. Wir sind da dabei. Augsburg, Florian Niederlechner, Herder, Boyata, dann Union Berlin, Christoph Trimmel, Arminia Bielefeld, Fabian Klos, Bremen, Klaassen, Dortmund Hummels, Frankfurt ist Kostic, Freiburg Christian Günther, Hoffenheim Skoff, Köln Chiri oder Kiri. Keine Ahnung. Leipzig, Klostermann,
Leverkusen, Bender, also Sven Bender. Mainz ist Mia KT, Gladbach ist Ginter, Matthias Ginter. Dann haben wir Bayern München ist Kimmich, Schalke ist hier Otschipka, Stuttgart ist Stenzel und Wolfsburg ist hier Arnold von den Dauerbrennern. Dann haben wir hier noch die Rising Stars, haben wir hier noch. Ich weiß gar nicht, sieht man das? So, jetzt sieht man es. Dann haben wir hier noch limitierte Karten. Kriege ich die so drauf? Gerade so. Aber nicht alle, sehe ich gerade. Und dann haben wir hier noch Bundesliga-Legendenkarten. Dortmund ist es Karl-Heinz Riedle. Leverkusen ist Paulo Sergio. Ribéry von Bayern. Und Bumkuncha von Eintracht Frankfurt. So, da haben wir hier noch diese Zahlen. Die kann man sich hier reinkleben oben. Aber das mache ich nicht. Die kommen schon mal weg hier. Dann haben wir hier noch für die App. Man kann ja auch damit spielen noch mit den Karten. So. Für wen, für die, die es interessiert. Dann haben wir hier wahrscheinlich den Spielplan. Jawohl. So rum. So, Spielplan 2021. Dann haben wir hier nochmal die Karten. Clubkarten, zweite Liga-Karten, dann Starspieler und Dauerbrenner. Ui, die sehen ja mal richtig nice aus. Hau mich, ziehen wir vielleicht ein. Dann haben wir hier noch Matchwinner. Dann haben wir hier Rising Stars. Ja. Öffnen wir mal. Hier ist das Spielfeld. Und dann hier nochmal die App. Dann haben wir hier noch die ganzen Produkte. Kommen natürlich alle auf meinem Kanal. Was gibt's denn hier als Sammeltauschen, Kleben? Ja, Kleben. Alles klar. Die perfekten Schulbekleider. Ach so, hier gibt's noch mein Hausaufgabenheft. Ja, moin. Dann hier noch mein Freundebuch. Ja. Findest du eine von nur 333 exklusiven Karten mit Originalautogramm von Alfonso? Oh ja. Also wenn ich die hätte. Geilomatico. Ja. So, dann geht's weiter. Jetzt fällt mir hier alles runter. So, da haben wir hier das Frontcover. Die gleichen Spieler wie in der Tüte. So, dann haben wir hier natürlich die Taktikkarten. Was haben wir denn hier noch? Ah, Puzzlekarten. Die Meisterschale. Meisterschale zweite Liga. Offizieller Spielball. Bundesliga-Logo und zweite Bundesliga-Logo. Sind hier. Die Taktikkarten ist Manager, Topform, Schiedsrichter und Verletzung. Und dann natürlich hier die ganzen Mannschaften, Augsburg, Hertha, Union. Ich kann es ja mal höher halten, da könnt ihr mal kurz gucken. Könnt ihr auf Pause oder einen Screenshot machen. So. Zack. Und dann hier unten noch Dortmund. Kann man gar nicht lesen, oder? So, jetzt kann man es ein bisschen lesen. Und wegen dem Green Screen jetzt hier. Ja. So, das wäre eigentlich die Mappe schon. Zusammenstecken mache ich das gleich. So, dann lege ich mir die mal auf Seite hier. Und dann kommen wir hier zu diesem Pack. Das hier müsste die Limi sein. So, dann öffnen wir das gute Teil mal. Hier wieder Plastik. Ja, moin. So. Ah, nein. Okay. So. Als erstes hätten wir hier die Limi von Leroy Sané.
Leroy Sané. Richtig cool. Haben wir Kopfball 91, Tackling 59, Passen 90, Technik 94, Speed 93 und Schuss 88, Angriff 96 und Abwehr 53. Nicht schlecht. So, dann hätten wir hier, die lasse ich mal ein bisschen im Bild hier. So. So, da hätten wir hier kostenlose App-Karten, Free App-Cards. So, keine Ahnung, könnt ihr haben. Den Code eingeben und dann habt ihr das, weil ich werde sie nicht spielen. So, dann hätten wir hier Dennis Linsmeier von SV Sandhausen. Als nächstes hätten wir hier Kobel von Stuttgart. Ah, von hinten sehen die natürlich so aus. Ich dachte, die wären grün, weil die Tüte grün war und halt das andere auch. Aber ich finde das eigentlich auch nicht schlecht. Ui, da haben wir ja schon die Meisterschale. Richtig cool. Das hat die Nummer gar nichts. Ich glaube, die tut man einfach so. Wo stehen denn hier überhaupt die Nummern? Ah. Die Nummern stehen hier unten links. Hier unten. 299 ist das. Aber hier steht jetzt nichts. Das kommt ganz vorne hin. Mit den Taktikkarten. Dann haben wir hier Mateta von Mainz 05. Dann haben wir hier Gregoritsch von Augsburg. Dann haben wir hier Abraschi von Freiburg. Als nächstes haben wir hier Uduokai von Augsburg. Nächster Augsburger. Dann haben wir Guerrero von Dortmund. Dann haben wir hier Halstenberg von Leipzig. Dann haben wir hier Lars Bender von Leverkusen. Dann haben wir hier Campbell von Leipzig. Und ich sehe gerade, ich muss mal die Karten drehen. Oder kommen die jetzt alles so? Ah, so rum. Okay, weiter geht's. Dann hätten wir hier Otschipka von Schalke 04. Oder Schalke 08. So, da haben wir hier Kevin Trapp von Frankfurt. Als nächstes haben wir hier Selke von Werder Bremen. Dann haben wir hier Marvin Ducksch von Hannover 96. Dann haben wir hier ein Starspieler. Sehen richtig nice aus. Also hier das hinten dran, diese Sterne. Hier haben wir Bornau von Kölle. Das freut sich wahrscheinlich hier UP. So, die machen wir mal extra. Als nächstes haben wir nochmal einen Starspieler, und zwar Marco Richter von Augsburg. So, hier haben wir einen Dauerbrenner. Ei, wie sind die aus? Richtig nice. Gefallen mir gut. Joshua Kimmich, mein Lieblingsspieler von Bayern München, wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder nicht mehr spielen. Dann haben wir Aranguiz als Matchwinner. Sehen auch nicht schlecht aus. Dann haben wir hier, was ist das hier? Club 100, Philipp Kostic von Frankfurt. Ja gut, solche Karten kennen wir eigentlich schon. Nur, dass das hier, wo der Spieler hier rauskommt aus der Null, das ist neu, finde ich. Oh, was haben wir hier? Ja moin.
eine Legendenkarte. Franck Ribéry, das freut mich ganz sehr. Geil, die sehen ja mal richtig geil aus. Wenn ihr die auch geil findet, schreibt es in die Kommentare. Boah, eigentlich müsste ich mir die einhüllen jetzt, aber kommt sowieso in die Mappe. Ja, morgen kommt, was habe ich noch? Ich habe noch einiges hier und es kommt noch was. Also das hier habe ich mir jetzt schnell noch am Kiosk gekauft. Ja, weil mein Paket noch ein bisschen dauert, bis das kommt. Keine Ahnung warum. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.